Ihr wollt wissen, was hier passiert ist? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Kiffy. So. Wir hatten beim letzten Mal den ganzen Spaß hier angeschlossen und so weit gebracht, dass wir hier runterfallen können. Dass unser Endprodukt hier lang geschossen wird. Wir haben festgestellt, dass unser Zug mal wieder steht. Dort irgendwo. Haben unser Material soweit geholt. Wir sind irgendwelche Zwischenpuffer. Wir haben Batterien da reingeschmissen, damit die rüberfliegen kann, wenn wir dann soweit sind. Und das sieht ja soweit schon mal ganz gut aus. Was nicht so gut aussieht, ist, dass unser Material hier, unser Beton wird nicht nachgeliefert, obwohl da eine ganze Menge ansteht. Und ich weiß nicht warum. Das heißt, wir haben wieder hier unseren berühmten Schacht, der hier läuft nur sowas durch. Mir fehlt hier ein bisschen Beton. Aber der ist doch hier. Beton geht doch hier rein. Wie andere Sachen auch. Gehen auch hier rein. Und Beton soll auch weitergeleitet werden. So, müssen wir mal gucken. Warum? Ja, genau. Hier wollte ich hin. Warum machst du nichts? Wir haben... Es geht da rein. Das heißt, der rechte Ausgang, da muss also irgendwas drin sein, was ihn verstopft. Was da nicht reingehört. Und ich sehe auch schon was. Oh mein Gott, wie ist der denn dahin? Wieso habe ich Magnetfeldgeneratoren hier drauf? Okay. Mittlerer Ausgang. Oder kann ich das? Ich sag mal, mittlerer Ausgang auf... Hallo? Danke. Alles Unbestimmte. Und auf einmal läuft es weiter. Da kommen aus irgendeinem Grund Magnetfeldgeneratoren an. Und ich weiß nicht warum. So, du wirst wieder bearbeitet. Das ist doch schön. Das heißt aber auch, ich habe gesagt, mittlere Ausgang. Die Leute, das müsste da drüben ankommen. Alles Unbestimmte wird hier rüber gejagt. Und was hier drüben durchgeht, geht da durch, wird dann nicht bearbeitet. Und du sagst, wahrscheinlich alles... Habe ich nachher hier einen munteren Austausch? Links, rechts? Ich hoffe, die Dinger werden geschreddert. Da müssen wir jetzt ein bisschen im Auge behalten. Weil das wäre Mitte. Im Moment ist alles unbestimmte Mitte und es kommt von da. Das heißt, es geht alles noch da hinten weg. Warum ist da so viel Beton drauf? Oh Mann. Das ist ein richtig schlecht laufendes Lager gerade. Die Paar scheinen aus Versehen darauf gekommen zu sein.
Nein. Sie haben natürlich, deswegen ist so viel Beton da drauf, weil sie haben direkt hier hinten wieder alles verstopft. Das heißt, hier hinten der letzte sortiert nicht mehr, weil rechts der Überschuss lang geht. Ja, genau. Oder geht der Überschuss hier? Warte mal, hier muss dann doch theoretisch einer frei sein. Nein. Alle voll und natürlich geht das wegen da vorne nicht. Oh Mann. Müssen wir mal eben hier das Band rausholen. Ja, das sieht doch vernünftig aus. Seltsam. Warum geht hier vorne so viel raus? Du bist voll. Da kommt nichts an, okay. Da kann ich noch mit leben. Was ist bei dir? Du kriegst ja auch gerade nichts, das ist auch okay. Du bist voll, dass du dann weiterleitest, ist klar, aber wie sieht's bei dir aus? Du bist komplett leer, was soll denn hier rein? Stahlträger. Komm gar nicht an. Oh Mann. Stahlrohre. Hier scheint es hier schon so dermaßen zu stocken. Ja, weil da geht halt alles raus. Jetzt hat sich immer wieder was getan, aber du kommst gar nicht zum Einsortieren, weil das von hier aus schon sich zurückstaut. Zum Geier. Warum haben wir hier nicht so viel drauf? Jetzt hier mal ein bisschen was durchlaufen. Okay, und schon steht's wieder. Und dann. Ja, wenn es steht, geht halt der Überschuss hier raus. Aber das behebt das Thema nicht. Die habe ich bewusst alle langsamer gemacht, die Bänder. Jetzt müsste das doch eigentlich hier oben alles schnell durchlaufen lassen. Hier kommt nichts mehr an. Hier. Okay, da hinten geht tatsächlich das raus, was man rausgehen soll. Wie geht das durch? Das sieht doch eigentlich jetzt gerade ganz gut aus. War das mein Fehler, dass ich alle gleich hatte und nicht einen letzten, der wirklich einmal ballert? Also hier dürfte niemals Beton ankommen im Moment. Tut es auch nicht. Oh Mann, ey. Das müsste nämlich jetzt relativ ruhig da oben sein. Hier bin ich falsch. Oh Mann. Immer diese Federsuche hier.
dann fragt man sich wieder, wie nehmen wir eigentlich diese Folge? So, genau, hier kommt ab und zu mal was an. Es geht rüber. Das macht sogar Sinn, dass das da einsortiert wird, weil das gehört da hin. Das passt. Okay. Also das Problem schon mal wieder gelöst. Nehmen wir jetzt eigentlich auch neue Kabel. Das wäre noch mal interessant. Also Beton sehen wir, kommt so langsam rein. Ja, es kommen Kabel an. Das ist gut. Wie sieht das in der oberen Kiste aus? Die ist halt komplett leer. Okay. Wenn ich das hier mal rausnehme, dann flackert da immer einer. Es muss halt immer unten erst zuerst voll laufen. Wenn das voll ist, geht das noch nach oben und dann ist gut. Okay, das haben wir. Jetzt die Frage, muss ich eigentlich den... Wenn ich das jetzt machen würde, dass wenn hier reinläuft, geht der direkt nach oben. Dann hätte ich den oberen voll, aber nie den unteren. Okay, das lassen wir so. Lassen wir so, wie es ist. Du machst jetzt langsam. Guck mal, da haben wir schon den nächsten Stapel. Passt. Das geht. Hier hatten wir gesagt, gucken wir nochmal rein. Ja, ist schon einer mehr. Passt. Okay. Dann würde ich sagen, anstatt jetzt hier Material mitzunehmen, gucke ich erstmal, dass ich die Strecke da hinten, also dass ich das mit den Signalen hinbekomme. Dann ist das eine Signal wieder rausnehmen, also da passt irgendwas immer noch nicht. Das kann so nicht sein. Weil woher kriegt er das Signal, dass jetzt alles, dass er jetzt nicht fahren kann? Wie machen wir es am besten? Ja, komm. Wir sagen Autopilot starten. Nächster ist Sydney. Okay, du hast noch Material für mich. Cool. Nehmen wir glatt. Jo, war mal. Ja, ich habe die Schilder jetzt nicht dabei, das weiß ich. Das war du. Okay, du fährst jetzt. Ich werde jetzt gleich den Autopiloten ausschalten, wenn wir an Hamburg Hauptbahnhof ankommen. Als Hauptbahnhof da rausnehmen. Einfach nur Hamburg. Die andere haben wir auch immer nur. Ne? Ist ja nicht Sydney Central Station oder sowas, sondern ist einfach nur Sydney. Funktioniert ja alles. Sogar da kann er einfach durchfahren.
Ich verstehe es im Moment nicht, wo das Problem ist. Ja, eingleisig ist echt schwierig. Also ist nochmal eine andere Form von schwierig, aber eigentlich muss es doch so sein, solange da unten der Block, muss ich den Blöcken gucken, reserviert ist, kannst du da halt nicht durch. So, jetzt gehen wir langsam hier hin. Könnte. So, warte ich an dieser. Vorbei. So, Autopilot ist ausgeschaltet. Du bremst dir ein, genau. Du musst übrigens da lang, genau. Ich schon mal raus gehen lassen. So, du hast ein Signalproblem. Kollege, es ist grün. Aber du kannst den da unten nicht. Du sagst, der Block hier ist. Der Block ist. Dicht. Was für ein Signal hatte ich da vorher stehen? War das auch so eins? Muss ja eigentlich. Da ist ein Pfad, da ist ein Block. Ich muss bei dir mal eben. Den Autopiloten ausschalten, weil sonst werde ich das nie erfahren, ob das funktioniert. So. Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht mehr genug Zeug dabei für Signaltypen. Was sagst du jetzt hier eigentlich? Du sagst grün. Und du sagst grün. Sind beides Blocksignale. Was habt ihr? Geht's euch nicht gut? Egal. Ich würde da weggehen, da steht ein Zug, ne? Das ist. Na egal. Das ist auf jeden Fall das richtige Signal für da. Da sind die Signale. Fahrtsignale. Wir nehmen dieses hier jetzt nochmal raus. Das ist ja dafür da, dass dieser komplette Pfad dort. Ist das wirklich jetzt ein Pfad oder ist das nur noch ein Block? Bis zum nächsten Signal. So, wenn ich dich jetzt nehme. Und sage. Du fährst da runter und du fährst durch. Okay, das Signal scheint erstmal richtig zu sein, hoffe ich. Jetzt wäre die Frage. Habt ihr ein Problem mit mir? Nein, habt ihr nicht. Aber. Okay, hier sind die Viecher alles seltsam. Ich brauche einfach. Ist super. Selbst wenn ich jetzt hier irgendwas hinbauen würde, dass ich das vor schon mal abzweigt, bringt ja nichts. Ich muss wirklich hier die zweite Ding setzen. Okay, wir lassen es erstmal so. Das ist noch nicht richtig gut. Warum hat das denn von hier aus nicht geklappt vorhin? Oh. Die Sterne sind wieder schön. Da oben fliegt ein Planet. Der extrem nah wird. Der auch.
Müsste der nicht die... Ja gut, ich meine, ich kann hier alles mögliche in der Luft bauen, also... Frage, ob der nicht eigentlich die Gravitation hier beeinträchtigen müsste. Hat sich damit, glaube ich, erledigt. Da ist noch ein Mond. Ist die Galaxie hin, die finde ich immer besonders schön. Und die sehen wir heute hier nicht. Schade eigentlich. Ja, ja, macht nichts. Schön, wie sich auch die Lichtstimmung in der Nacht verändert. Oder wird es gerade Tag? Ja, ist eigentlich schon wieder Tag werden. Da ist der, da ist der. Aber der lässt sich für mich nicht. Aber das, nee, das sind einfach nur viele Sterne, viele Sterne. Folge mal wieder unter nicht so ergiebig abstempeln wollen. Aber macht das. So. Und ja, komm. Ausschalten. Sehr gut. Dann sind wir wieder hier. Das heißt, wir können jetzt hingehen und hier munter unsere intelligenten Splitter hinsetzen. In die Richtung bitte. Ist eigentlich vollkommen egal, in welche Richtung. Ich könnte sie von hinten befeuern, ich könnte sie von vorne befeuern. So, hier geht's rein, da geht's raus. Versucht man es mal ein bisschen schneller und schon ist wieder Ende. Ist das richtig rumgemacht? Ja. Gut. Oh Mann, ey. Aber das kriegen wir doch alles relativ schnell hin. Nur das Thema Kabel wird wieder witzig. Aber das kriegen wir. Ja, unter dich selber. Ach, bitte dich. Da müssen wir halt uns hier noch eine kleine Vorfabrik setzen, letztendlich. Das ist aber kein Thema. So, jetzt geht das da drum. Fusionatoren, da geht's raus. Nichts von da drüben ran, weil sonst wird das hier nämlich böse, wenn ich den hier mache. Weil der soll einfach nur den Spaß darüber bringen. So, jetzt gucken wir mal an. Fangen wir mal an. Links haben wir Nee.
Da haben wir die und geradeaus alles unbestimmt. Oder Überschuss. Ich meine, wir können natürlich auch hingehen, hier wieder ein Überschusssystem machen in die Mitte und dann. Ja, das machen wir. Das heißt, nach rechts Überschuss. Dort haben wir als nächstes Radium-Protein, genau. Alles Unbestimmte. Überschuss. Wir kopieren das jetzt aber mal. Packen das hier überall rein. Dann brauchen wir nämlich nur noch einmal ändern. Und hier hinten hatten wir schon mal gesagt, da kommt genau die hier rein. So, das weiß ich noch. Bei denen habe ich nicht in meiner Liste, aber die brauchen wir trotzdem viel. So, dann kommt hier hin. Den hatten wir. Hier kommt hin. Kabel. Da kommt hin. Motor. Da kommt hin. Schwere modulare Rahmen, genau. Dort kommt hin. Nee, Kunststoff heißt es hier. Da kommt hin. Nein. Fast, aber wir wollen den haben. Dort kommt hin. Weg zum. Den können wir eigentlich. Ja, genau wie Kabel eigentlich. Warte mal, 200. 48 mal 200 sind 9000. Ja, da könnten wir eigentlich zwei übereinander setzen. Ja, da kommt später. Wir haben Moment, Aluminiumgehäuse. Jetzt kommen Steuereinheiten. Da kommen Stahlbetonträger, so heißen sie. Dann haben wir hier die Stahlrohre. Hier haben wir Kupferblech. Da haben wir Stahlträger. Gummi. Eisenstangen. Und hier hinten haben wir Draht. So, das heißt, ich lass dich laufen. Sehr gut. Hätte ich genug dabei, um. Tatsache, Schredder kann ich bauen. Achso, ja. Alles Unbestimmte. Habe ich das gerade in der Tasche? Ja. Natürlich, wir brauchen hier auch noch einen für. Ich habe es nicht aufgeschrieben.
Zum Beispiel für sowas. Weil wir haben ja auch hier irgendwo noch. Guck mal, der ist, so bei, der ist wahrscheinlich schon drin. Genau, den da drin gehabt. Jetzt kommt erstmal alles durch, was wir nicht so aufgeschrieben haben, natürlich. Da rein. Super. Läuft durch. Passt. Jetzt brauchen wir nur noch. Und das machen wir noch eben. Die Fusionatoren. Machen dort auch direkt den Kollegen so rein. Wir haben jetzt sogar schon mal Kabel dabei. Das heißt, wir setzen uns hier mal so einen Mast irgendwo hin. Ja. Ziehen den hier hin und schließen den Kollegen direkt an. Dann kannst du nämlich, guck mal, so schon wieder 28 Bonbons drin. Der ist fleißig am Zählen. Manchmal geht's hoch, manchmal geht's runter. Alles, was da irgendwie. Ja, so, genau. Da müssen wir uns nur noch einfallen lassen, wie wir die entsprechenden Materialien. Nein, nicht daneben setzen. Aus unserem Lager in den Zug kommen, um die dann schön hier hinzupacken, während wir alles so noch zusammensuchen. Ja, aber auch eine Sache habe ich jetzt gleich noch vor. Ja. Sehe ich gerade auch, wenn ich auf meine Liste hier gucke. Weil wir müssen ja noch den zweiten Drohnenbord setzen. Moment, hier stimmt was nicht. Alles Unbestimmte wird weiter geradeaus geschoben. Das war nicht richtig. So, warum geht der Beton dahin? Der Beton wird doch hier einsortiert. Ich weiß nicht mehr wo, aber relativ in der Mitte. Da. Warum kriege ich jetzt aber mal da Beton hin? Das mal eben da drauf. Okay. Dann machen wir eben hier vorne an der Stelle. Bist du einmal dahin? Dich da dran, dich da dran. Was ist denn der schief? Manchmal sind diese Splitter seltsam. Gar nicht so intelligent, wie sie immer tun. So, das läuft da durch. Ich kann dich hier hinten wegnehmen. Nee. So, alles, was Überschuss ist, das heißt, der ist voll, da rein. Sehr gut. So soll es sein. Und jetzt haben wir noch eine Aufgabe.
Da vorne uns unser Öl, das ist tatsächlich deutlich näher, als ich dachte. Das wirkt auf der Karte immer viel weiter weg. Drohnenlandeplatz ist dort. Aber den Drohnenlandeplatz möchten wir gerne... Den möchte ich gerne... genau andersrum stehen haben, nämlich so. Dann können wir uns überlegen, ob wir die Sachen hier irgendwo reinführen, wo auch immer, ist mir egal. Und dann im Inneren hochleiten, um sie hier reinzusetzen. Das ist natürlich jetzt wieder so richtig... Die sind so blöd angebracht, diese Teile, oder? Weil das passt halt so überhaupt nicht. Die müssen ein Stückchen weiter zur Seite gesetzt werden, dann passt das wieder. Aber nö. Auch der hier, warum ist der nicht mittig? Dann können wir es auch hier rauskommen lassen und da einfach so reingehen. So. Du hier heißt... Boom. Boom. Decker. Reise. Und... du bist dem zugewiesen. Na da. Status. Der hier ist okay. 4500 irgendwas. Wahrscheinlich wird gleich eine Drohne von da drüben hier rüberfliegen. Oder? Ich weiß nicht, ob die dafür erst was drin haben muss oder wie wir es machen müssen. Bewegt sich hier eine Drohne? Das müsste Montage-Leitsystem... Okay, die bewegt sich noch nicht. Ach, die bewegt sich. Geht wunderbar. Hopp, da macht sie sich auf den Weg. Kommt hier rüber. Hatten wir die noch eben ab? Ja, wir sind heute echt lang, ich weiß. Aber auf die warten wir jetzt noch, oder? Dürfte ja auch die sein. Die macht jetzt zwar ein paar sinnlose Flügel, aber wir gucken mal, wie das hier mit den Batterien auskommt, wenn die ankommt. Dann da durch den Wald kommen, oder? Oh. Seltsam, wie die immer noch ein bisschen hin und her wackelt. Weil eigentlich Luftlinie, kenne ich so, ist ziemlich gerade. Ein sehr geradliniges System. Angezittert. So, was bringst du mir? Du bringst mir Batterien. Garantiert bringst du mir Batterien. Damit du den Rückflug auch wieder schaffst. Ich bin so gespannt. Oh, du hast auch noch keinen Strom hier. Das ist der Teil, den ich jetzt gerade viel faszinierender finde. Jetzt sind Batterien pro Flug. Du hast aber einmal hin und einmal zurück, ne? Okay, das bedeutet, ich muss... Wir schalten den hier erstmal ab. Der ist im Standby. Und jetzt müssen wir ein Kabel. Hier runterziehen. So, dann gehst du... Wo muss ich denn jetzt hin?
Das geht hier durch. Das scheint auch zu funktionieren. Also bis hier rüber. Ehrlich gesagt, gefällt mir das gerade, wie das läuft. Und hier bis auf die andere Seite. Machen wir hier. So, dann hat der Kollege auch Strom. Perfekt. Oh, jetzt war das sehr lange. Ja, tut mir leid. Aber ist ja auch Wochenende, ne? Glaube ich. Wenn ich jetzt hier Standby machen, hat der auch die Batterien vermutlich rein. Oder auch nicht. Nimmt sie einfach nur genug mit, um wieder zurückfliegen zu können. Okay, das war so nicht geplant, aber ist auch mal ganz geil. Das einzige Problem ist, geht jetzt und dann schmeißt. What the fuck? Hi! Oh mein Gott, da jietet mich die Drohne weg. Okay, ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit, achtet gut, Käffchen. Tschüss.